Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Maskottchen-Olympiade. Noch drei Disziplinen, dann steht er fest, der Gesamtsieger 2012. Die heutige Disziplin ist Speerwerfen und der gesamtführende Karlchen von der HSG Wetzlar macht den Anfang und wirft starke 16,70 Meter. Weiter geht es mit Sigi von den Manhattan Skywillers. Aber die Biene Speedy hat den Speer schon in der Hand. Aber da war sie etwas zu schnell, denn sie ist noch gar nicht dran. Jetzt hat Sigi den 600 Gramm Speer in der Hand. Nimmt Anlauf und wirft ihn auf 15,40 Meter. Mehr als einen Meter weniger als Karlchen. Jetzt ist sie aber dran, die Biene der Handballer der HSG Sulzbach-Leidersbach. Und sie reibt sich bereits die Hände. Was haben wir nun für einen Wurf zu erwarten? Als Maskottchen einer Handballmannschaft, da hat sie vielleicht einiges auf dem Kasten, wir werden es sehen. Aber leider kommt der Speer bereits bei 12,60 Meter wieder auf den Boden. Frankie, das Erdmännchen des FSV Frankfurts, legt sich das Wurfgerät noch einmal richtig in die Hand und der Speer bleibt sogar mit der Spitze im Rasen stecken, aber nicht ganz so weit, 10,40 Meter. Jetzt der Dinosaurier Frankie von den Footballern der Frankfurt Universe. Immer noch mit der Chance im Gesamtklassement auf das Podest zu kommen. Und er fordert erst einmal das Publikum auf, ihn hier zu unterstützen. Und er zeigt es an. Er prophezeit einen weiten Wurf. 14,40 Meter. Platz 3 für Frankie von der Frankfurt Universe. Vivi, der Biber, ein kräftiger Athlet. Jetzt der Nächste, der sich am Speer versucht. Wie weit wirft das Maskottchen der Basketballer der Hanau White Wings? 14,50 Meter, 10 cm weiter als Frankie von der Universe. Und das heißt jetzt für Vivi im Moment Platz 3. Noch zwei Maskottchen stehen aus. Der erste davon ist Tillmann, der Löwe von Frankfurt Universe. Wird er es schaffen, seine Kräfte auf den Speer zu übertragen? Doch das Wurfgerät bekommt zu viel Rotation und landet somit bereits bei 9,40 Meter. Jetzt die Steinzeitfrau Wilma von den Volleyballern der TG Rüsselsheim. Sie müsste eigentlich mit dem Speer umgehen können. Doch am Ende leider nur 8,50 Meter. Sie war wohl eher eine Sammlerin als eine Jägerin. Das Dance-Team der Skyliners und dann die Siegerehrung. Die beiden, die im Gesamtklassement vorne liegen, sind auch beim Speerwerfen ganz vorne zu finden. Der Sieg geht an Karlchen von der HSG Wetzlar mit 16,70 Meter. Mit dem Sieg im Speerwerfen wird die Führung von Karlchen immer deutlicher. Er liegt ganz klar auf Platz 1, gefolgt von Sigi und Vivi. Ich wünsche einen olympischen Abend. Bis morgen. Dann sind wir beim Rollerfahren.